Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Podcast Knitting Cats and Unicorns. Mein Name ist Annika und ich komme aus München und berichte euch heute ja nicht mehr live, aber vom Leipziger Wollefest natürlich. Da war ich ja am Wochenende gewesen und es war einfach grandios. Es war wirklich unglaublich gewesen, aber dazu später mehr oder gleich mehr, weil so viel, ja doch, ich habe schon einiges gestrickt, aber nichts fertig bekommen, glaube ich. Nein. Und ja, deshalb fangen wir am besten gleich an. Wo ihr mich überall findet, das verlinke ich euch wieder unten. Und ja, legen wir gleich los. Also es ging ja am Freitag schon los. Ich hatte Urlaub, wie auch jetzt zum Glück noch. Wenn es immer ganz gut nach so einem, also wirklich schon Spektakel, dann noch ein bisschen frei zu haben und ja, sich davon zu erholen und wieder zu Kräften zu kommen. Und ja, auf der Zugfahrt habe ich gestrickt an dem George, nicht am Elton. Das ist mit den Namen, man kommt da auch durcheinander. Der sitzt hier drin, der sich schon schön drapiert. Genau hier in der Tasche von Mr. Pearl & Knit aus dem Iranstoff. Und ja, da bin ich eigentlich auch ein ganz gutes Stück weitergekommen. So, ich habe schon das zweite Knäuel auch angefangen. Und bin jetzt schon so weit. Ah ja, und hier mit diesen Lichtverhältnissen heute, das ist wirklich dann so die Farbe, wie der Pulli wirklich, nicht der Pulli, das wird ja eine Jacke, das wird ja hier noch aufgeschnitten. Na, und so weit bin ich jetzt schon gekommen, also ja, ich vermute mal, dass ich da noch ein gutes Stück dran stricken muss. Aber ja, läuft, würde ich sagen. Genau, also ja, sieht jetzt vielleicht nicht so viel aus. Das hier, glaube ich, wo das Füchslein ist. Hier, das ganze Stück habe ich auf der Hinfahrt gestrickt. Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel im Gegensatz zur Anike, die glaube ich 7 Stunden gefahren ist, hatte ich nur 4 gehabt. Aber ja, da schafft man ja dann auch so einiges. Und ich stricke das Ganze aus, das richtige Zettel finden. Uch, na gut, es hat sich verheddert. Wenn man es nicht gescheit macht, gell? So, jetzt aus. Es stimmt gar nicht, ich habe noch gar nicht das zweite Knäuel. Wird hier im Podcast geflunkert, Entschuldigung. Ich dachte, ich hatte das schon. Na gut. Also jedenfalls hier ist das zweite Knäuel. Und ich stricke das Ganze aus Neptun Mittel aus der Wollmeise Pure. Und ja, da bin ich echt schon wirklich richtig gespannt, weil auch mit, weil ich neige dann dazu, wenn ich aufgeregt bin, dass ich immer so ein bisschen schwitzige Hände bekomme. Und das ist mit der Wolle halt auch echt nicht so. Ich glaube, das Einzige, was jetzt sein könnte, was dann ein bisschen aufregend natürlich wird, ist, wenn es aufgeschnitten wird. Aber da hat die Anike mir schon gesagt, darf ich mir wieder ihren, sozusagen ihren Mann ausleihen, dass der mir da mit der Overlock einmal drüber rattert oder zweimal besser gesagt hier. Dass dann sich eben nicht der ganze Rand auftrennt. Und ja, das finde ich schon mal sehr nett. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und ja, sagt, ich bin schon sehr gespannt darauf und es fühlt sich einfach echt richtig toll an. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, so richtig schön squishy. Und ja, ich glaube, das wird ein richtig schönes Jäckchen. Ja. Und ja, hier, das ist das erste Knäuel noch. So viel ist noch übrig. Also fast war ich beim zweiten, ja. So. Darfst du wieder hier hinten hin? Ja, und dann habe ich mir noch ein, habe ich noch ein neues Projekt angeschlagen für Leipzig, weil ich mir dachte, ach ja, da muss es ja dann auch was Einfacheres sein, weil ich meine, so ist er eigentlich wirklich, dass man ihn auch gut nebenbei so stricken kann. Aber wenn man halt dann aufgeregt ist und das ist man natürlich auf so einem Fest und sich eigentlich auch mit den Menschen dann unterhalten möchte,
ist es halt nicht ganz so, weil man muss schon immer in der Anleitung schauen. Ach so, das ist übrigens eine Anleitung von der Julie Knits in Paris. Zeige ich es euch doch noch mal kurz. Moment. Ich gerade noch mal komisch schauen, weil ich mir gedacht habe, was, jetzt nimmt er gar nicht auf, aber das tut er doch. So, hier in meinem Beutel noch mal wühlen. Genau, also der George von Julie Knits in Paris ist eine Kaufanleitung auf Ravelry. Und ja, ich habe fast die gleiche Farbe, aber mir hat es halt so gut gefallen. Und zufälligerweise hatte ich ja auch die Farbe da. Und dann muss ich das so anschlagen. Genau. Ja, jedenfalls das Projekt für das Fest an sich ist. Bin ich natürlich schon, dann zeige ich die Anleitung, aber ihr kennt sie ja wahrscheinlich. Der Breathing Space von der Vera Wella Merky. Und das ist auch eine Kaufanleitung. Und gerade vorhin, damit ich es euch besser zeigen kann, habe ich noch die Short Rows fertig gemacht. Das muss ich gerade schauen. Und ich glaube, so rum ist richtig rum. Und zeig dich doch. Er ist noch ein bisschen kamerascheu. Ist das noch nicht so gewöhnt? Ist es sein erster Auftritt? Du wirst es überleben. Es tut dir keiner was. So, da ist er. Also ihr seht schon Ärmelchen abgetrennt. Hier die Short Rows an den Seiten. Also es sieht aus wie ein halber Pulli. Irgendwie sieht irgendwie merkwürdig aus. Tja. Noch sieht es merkwürdig aus, aber das Endergebnis wird dann sicher schön. Ja. Ich stricke das Ganze aus Wolle von Wollträume. Und ich glaube, die haben immer keine Namen gehabt. Das eine ist hier so ein schönes Anthrazitgrau. Das hatte ich mir letztes Jahr in Leipzig gekauft. Und da habe ich noch ein zweites Knäuel davon und ich hoffe, dass mir das reicht. Derweil nämlich der dritte im Bunde sozusagen, das dritte Knäuel, was da in der Tüte mit drinnen war, nämlich ja im Fading Point verschwunden ist. Also ich hoffe, dass mir das reicht. Aber dies hat ja Dreiviertel Ärmel und ja, schauen wir mal. Wird schon passen. Genau. Und dieses Wunderschöne hier. Ja, und das kommt halt wirklich richtig schön raus. Und ich finde es, wie gesagt, wieder faszinierend. Moment. So, vielleicht sieht man es. Hier dieses mit den Short Rows, dass das dann hier so ausschaut, als würde man das immer aufnehmen. Also. Sieht schon, streift sich schon echt cool. Und ja, strickt sich auch recht schnell, muss man sagen, auch wenn ich natürlich wieder die linken Rückreihen nicht so mag. Aber es hilft ja nichts. Jetzt ist es, glaube ich, erstmal geschafft. Hoffentlich. Ja. Ja, das war alles Gestrickte, weil an den Tatortsocken habe ich irgendwie nichts gestrickt. Weil nämlich. Ich glaube, letzten Sonntag kam nämlich gar kein Tatort, sondern Polizeiruf und dann kann man ja nicht an den Tatortsocken stricken. Und vorgestern, weil heute ist ja Dienstag, muss ich gestehen, hatte ich auch keine Lust. Vor allen Dingen war das der Dortmunder Tatort und ich weiß ja nicht, wie fandet ihr den denn? Irgendwie, naja, irgendwie, ja, nicht so. Naja, so ist das. Ja. Und dann Leipzig. Also es war wirklich unglaublich, unglaublich toll. Und ja, wir sind da ja im Dreiergespann aufgetaucht, aufgeschlagen. Die Anike von Pearl and Knit und die Yvonne von Verstrickte Pfoten. Und ja, es war einfach überwältigend. Also wir haben uns ja schon, wir drei, am Freitag getroffen und da ging es schon am Bahnhof los, dass. Also ich glaube, die Anike wurde gepackt von hinten. Und ja, wenn man schon dort erkannt wurde, also es war echt richtig, wow, schon fast wie ein Empfangskomitee. Und ja, wir sind dann erst, haben erstmal im Hotel abgeschmissen und ja, dann aber gleich wieder los, weil wenn man ja dann den Fehler macht und sich hinsetzt, dann ist ja alles zu spät. Und ja, dann sind wir noch so ein bisschen durch die Stadt getingelt, waren. Nein, in keinem Wollladen, weil das hat man sich ja aufgehoben. Waren aber
in einem Primark gewesen. Und ja, es ist ja natürlich, eigentlich sollte man da ja nicht reingehen, aber für manche Dinge, gerade für so Fansachen, Merchandise, sind die halt schon recht gut, gell? Und ja, ich musste mir was kaufen. Nein, das ganz Peinliche werde ich euch nicht zeigen, aber dieses hier habe ich mir gekauft. Ja. Nee, der durfte nicht mit aufs Wollfest, der andere durfte mit. Und dann noch. Nein, da sind noch Zettel drin. Diese hier. Tja, Mother of Dragons. Ja, weil gestern Nacht ging doch die. Und der darf nicht zu weit weg, weil da ist nämlich noch was dran, was ich euch gleich zeige. Ging doch die 8. Staffel los und ach, hat man sich ja extra den Streamingdienst dafür bestellt sozusagen und dann geht es über meine PlayStation wieder nicht, weil sie zu alt ist. Gut, habe ich es halt am Tablet geschaut. Ja, kleiner Exkurs, Entschuldigung. Ja, jedenfalls das Wallfest. Also es war ja dann am Samstag, da sind wir dann zusammen hingefahren mit der Tram und haben da schon natürlich sehr, sehr viele getroffen, aber es war noch alles so ein bisschen verhalten, weil ja in der Früh, da ist man ja noch nicht ganz so kontaktfreudig, ja doch eigentlich schon. Ja, und dann standen wir halt da an und da ging es dann natürlich schon los, dass wir erkannt wurden und ja, dann sind wir rein und ja, dann passierte es. Also eigentlich eher ihr passiertet, weil es war einfach wirklich unglaublich überwältigend und ja, stellt gerne jetzt was unter euer Sende, unter euer Gerät, denn jetzt, ja, sie wird ein bisschen sentimental. Vielleicht tropft es aus dem Sendegerät vor lauter Sentimentalität, aber es war wirklich sowas von überwältigend. Wir haben ja, ich glaube, in 2 oder 3 Stunden gefühlt einen Meter geschafft, da in die Halle reinzukommen, weil ja, ihr uns wirklich überrannt habt. Es war ja, es war einfach nur schön. Es war zwar auch super anstrengend, weil zumindest ich hier in meiner Wohnung alleine rede ich ja nicht so viel, weil mit wem denn ja auch? Und ja, dass man dann so viel geredet hat, aber einfach so schön. Also so viel, viele liebe Menschen und ja, ihr seid einfach toll. Das muss man schon mal sagen, weil ja, man sitzt ja hier auf seiner Couch oder auch wo auch immer man aufnimmt und da kriegt man das ja natürlich überhaupt gar nicht mit, wer einen alles schaut. Und ja, also wie gesagt, einfach überwältigend. Und ich habe mich wirklich riesig, riesig gefreut über jeden einzelnen von euch. Und manche kannte man ja schon, manche noch nicht. Bei manchen, weil ich habe manchmal nicht so ein gutes Gedächtnis. Und manchmal ist es dann auch eigentlich doof, dass man die Menschen dann nur mit ihrem, also nur in Anführungszeichen mit ihrem Instagram-Namen kennt. Aber dann kann man sie zuordnen. Aber auch wenn ich manchmal doof geschaut habe, seht es mir nach, weil ihr kennt einen ja sozusagen oder vom Gesicht her zumindest kennt ihr einen, aber ich kenne euch ja nicht. Aber jetzt kenne ich ein paar und das hat mich wirklich riesig, riesig gefreut. Und was wirklich dann noch beeindruckender war, also es war an sich schon irgendwie, ja, man war einfach total geflasht und zwar von euch. Also jetzt noch nicht mal mehr, also was heißt noch nicht mal mehr, von den Ständen natürlich auch. Aber wie gesagt, ihr habt einen einfach echt richtig umgehauen, positiv. Und ja, einfach vielen lieben Dank für die schöne Zeit und ja, auch an die ganzen Aussteller, an die Dame, die das immer ausrichtet. Auch vielen lieben Dank und wie gesagt, natürlich auch an euch ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Und ja, wie ihr merkt, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos und es ist auch wirklich, ja, einfach überwältigend. Und wo ich dann innerlich, ich weiß nicht, ob man das nach außen gesehen hat, aber wo ich dann wirklich innerlich so ein bisschen, ja, total gerührt war und fast schon ein bisschen Wasser in den Augen hatte, das war dann, wir haben uns ja um 2 auf der rechten Treppe war es, wenn man reinkommt, getroffen. Und also zum
vorne anfangen. Langsam. Ja. Haben wir uns ja auf der rechten Treppe getroffen für ein Gruppenfoto, weil wir ja diesen Urukall ausgerichtet haben. Und ich muss sagen, es war 2:10 und sie kamen. Sie kamen aus allen Himmelsrichtungen sozusagen und in so vielen Formen und Farben und wie sagt man, Konsistenzen oder Garnqualitäten und unglaublich. Und das war, wir haben uns ja dann auf der Treppe, ein paar von euch, oder was heißt ein paar? Wir waren ja fast 30 Leute gewesen, das war, und das waren ja noch nicht mal mehr alle, weil das waren halt die, die es aufs Fest und dann zum Treffpunkt geschafft haben. Aber das waren ja noch lange nicht alle von euch, die mitgestrickt haben. Und ja, alleine dann da oben zu stehen, und wir waren ja mit, oder es waren ja mit Sicherheit noch mehr Zuschauer, als wir da oben auf der Treppe waren. Alleine die das Spektakel, man muss wirklich sagen, es war ein richtiges Spektakel, sehen wollten, dass da so viele Menschen oder zumindest die, die halt da waren, zusammen gestrickt haben. Und ja, da stand ich echt auf der Treppe und habe mir gedacht, wow. Und dann habe ich gar nichts mehr gedacht, weil es war, wie gesagt, einfach nur überwältigend. Die Menge, die dann dort stand und uns fotografiert hat und gefilmt hat und was ich wirklich dann noch beeindruckender fand, in, ja, sage ich mal, in Zeiten, wo man ja die Menschen vielleicht nicht so leicht glücklich machen kann, hat wirklich jeder von diesen, entweder der da unten vor der Treppe stand oder auf der Treppe, es hatte wirklich jeder ein Lächeln im Gesicht und dieses, auch das Strahlen in den Augen, so. Hey, wir sind jetzt hier einfach zusammen und haben eine schöne Zeit und das, es war einfach so überwältigend. Also auch vielen lieben Dank dafür, dass ihr da mitgestrickt habt und dass ihr gekommen seid. An die, die da waren, an die, die nicht da waren, auch vielen Dank an euch, dass ihr mitgestrickt habt. Und ja, ich glaube, die Leni ist sehr, sehr beeindruckt, also die Designerin. Und ja, einfach unglaublich. Ja, wie gesagt, ihr seht, ich bin immer noch ein bisschen überwältigt, auch 3 Tage danach noch. Ja, und ich habe auch so viele Menschen dann zum ersten Mal getroffen, also auch andere Podcaster. Da war zum Beispiel die Michelle von The Knitting Slaw, die haben wir getroffen. Und das ist dann immer so lustig, wenn man dann die Menschen trifft. Und man sieht sie ja eigentlich nur im Video und dann sind die aber genauso, wie sie in den Videos sind. Und ja, es hat einfach auf Anhieb gepasst und das ist echt so eine lustige und liebe. Und ja, wir treffen uns ja dann, also aufgemerkt, ich wollte mir das vorher noch aufschreiben, wann genau das ist. Ich wollte mich vorbereiten. Ich werde es euch wieder einblenden, bevor ich wieder irgendwas Falsches sage. Nein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Toll, ganz groß. Jedenfalls in 1,5 Wochen. Das müsste das letzte Aprilwochenende sein. Ich blende euch hier oben das Datum noch ein und verlinke es euch auch unten. Jedenfalls die Michelle werde ich dann auch auf dem Hohenloher Wollfest wieder treffen und auch die liebe Anike, das haben wir ganz spontan, sind wir da drauf gekommen, so hey, sag mal, hier, wie schaut's denn aus? Und hat sie gesagt, ja, Mai. Also sie sagt natürlich nicht ja, Mai, aber hat sie gesagt, ja, ich habe Zeit, ich habe ein Auto. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fahren wir dahin. Ja, also das nächste Mal, wo ihr uns live sehen könnt, Hohenloher Wollfest in Blaufelden. 1,5 Wochen, Datum wird eingeblendet. Aufschreiben. Ja, und dann, wen haben wir denn noch getroffen? Also wir haben, wie gesagt, so viele getroffen. Die liebe Clara haben wir getroffen von Studio Siegan, die kennt ihr vielleicht schon. Die färbt nämlich Wolle und die liebe Clara, die wirklich einfach total putzig ist, hat mir. Moment, ich muss gleich schauen, da wird schon was gezeigt.
drei Stränge in die Hand gedrückt und schaut doch mal, sind die nicht wunderschön? Ja, die sind echt so schön. Und das ist ihr Label. Ich habe sie auch noch Maschenmarkiererchen dran gemacht, weil ich ihr dann ganz stolz hier den Breathing Space gezeigt habe und habe dann gemeint, so hier, schau, weil ich ja wusste, dass ich dich treffe, habe ich gleich ein Stückchen von dir mitgebracht. Der ist nämlich auch von ihr. Genau, und den habe ich da extra rein. Da hat sie sich auch sehr gefreut. Genau, also die liebe Clara hat jetzt auch einen Podcast, verlinke ich euch unten. Der ist allerdings auf Englisch. Ja, vielleicht macht sie es ja auch irgendwann mal auf Deutsch. Aber wenn ihr gut Englisch könnt und gerne englische Podcasts schaut, schaut einfach mal rein, weil es wirklich ganz, ganz eine Liebe. Und das ist ihr Label. Hier findet ihr sie. Aber ich verlinke es euch unten auch nochmal. Und ja, und sie mir diese Mini-Stringelchen geschenkt. Voll süß. Vielen Dank nochmal. Sind wir mal hier hin. Ach genau, und was wir auch noch bekommen haben, Anikes Mann hat genäht. Und Anikes Mann hat auch für Yvonne und mich genäht. Und zwar kleine Kinderchen von ihrer großen Tasche. Schaut doch mal, wie cool. Und dann hat er noch, wo ist es denn hier? Ich hoffe, man kann es lesen. Annika Leipzig 2019. Also für euch ist es jetzt wahrscheinlich verkehrt rum. Ja, und das hat er da einfach noch eingenäht. Der Wahnsinnige. Voll cool. Einfach richtig cool. Vielen Dank. Die kleinen Babys. Ja, dann, wen haben wir noch getroffen? Die Noriko haben wir getroffen. Die liebe Noriko. Sie war ja schon mal hier in München gewesen bei dem Stricktreff, aber da war ich irgendwie nicht da. Und die liebe Noriko hat kleine Täschchen genäht. Schaut doch mal. Voll süß. Und da kann man halt so seine, ja, die kleinen Sächelchen. Und ich glaube, hört mal. Ach, meine Buntstifte. Weil ich markiere mir ja immer. Und ich mir kleinere Marker kaufen. Die passen da. Ja, doch, sie passen gerade rein. Das muss gehen. Und da war dann noch drinnen Tee, Minze und total interessant Karotte und Karma. Und da waren dann die Anike, weil die hat auch ein Täschchen bekommen. Und ich ganz fasziniert gewesen, weil Karotte. Also da bin ich schon echt sehr gespannt. Ich glaube, den werde ich mir dann gleich machen. Ja, und ein Täschchen. Also die Noriko, sie ist auch einfach eine ganz süße und einfach so begabt. Sie hat auch ihre Taschen. Ich weiß nicht, ob ihr ihr folgt bei Instagram. Die Tasse, nicht Tasse, Tasche. Die Tasche, ich glaube, das ist von einer Kaffeeverpackung mit diesem Äffchen. Ich glaube, ein Äffchen ist es. Hat sie da ja eingenäht und ihre London-Tasche und einfach grandios. Und Ohrringe hatte sie. Sie hat sie auch selber gemacht, so Kugeln und das dann irgendwie eingedreht und ach, einfach toll. Also war ich sehr froh, dass wir uns auch mal live getroffen haben. Und ja, und sie hatte dabei die Elderflower 20 und die hat uns was ganz Tolles geschenkt: Maschenstopper. Oder Nadelstopper besser gesagt. Und ich glaube, na, warte, wir testen das jetzt mal live. So, für welche Stärke ist das denn? Ich glaube, die lilanen können wir nämlich gebrauchen. Dass mir nämlich hier von meinem Breathing Space die Maschen nicht herunterfallen. So, Achtung. Bräuchte ich kleinere, glaube ich. Aber ich habe auch große Nadeln. Oder habe ich jetzt die falschen erwischt? Ne, ich glaube nicht. Ach, aber das ist echt eine richtig coole Idee. Also, wenn ich die noch mal irgendwo sehe oder überhaupt mal irgendwo sehe, werde ich mir dann ein paar schnappen, weil die sind echt richtig cool. Genau. Also auch hierfür vielen Dank. Ja, dann kam auf einmal,
weiß gar nicht, wo standen wir denn da? An irgendeinem Stand standen wir und da kam dann, ach, wer war denn das? War das die Niki von Nikis Nadelzauber? Und jedenfalls diese Person, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob sie Niki war, die hatte die Sissi dabei gehabt. Die kannte ich vorher noch gar nicht, aber ich habe mir dann gedacht, so, hey, ich kenne dich zwar nicht, aber siehst total sympathisch aus. Und die hat Buttons verteilt. Habe ich gleich gesagt, so, oh, guck doch mal, da ist er. Ich weiß gar nicht, ob man sie sieht. Hier. Da ist eine kleine Katze drauf. Ja, und da, ich habe jetzt noch Urlaub und sie hat nämlich auch einen Podcast. Da werde ich dann mal reinschauen. Auf jeden Fall. So, genau, das waren die geschenkten Sachen. Wen haben wir denn noch getroffen? Die Ellie haben wir noch getroffen, verstrickt und zugenäht. Die Jenny von Jennys Wolligem Geplauder. Die Biggie war noch dabei. Die macht, glaube ich, momentan keinen Podcast. Wollkäferchens Vlog, so richtig. Nein, Käferchens Wollvlog, so rum war es doch, gell? Aber sie hat schon gesagt, sie wird sich irgendwann vielleicht eventuell umnennen in Wollkäferchen, wo ich dann gemeint habe, ja, mach das doch, weil ein Wollkäferchen ist doch voll süß. Stell dir das mal als Logo vor, weißt du, so eine Kugel mit Käferchenbeinen, voll süß. Das wäre eigentlich ein echt cooles Logo. Genau, die Biggie haben wir noch getroffen, den Marco, den Strick mir was Marco, die Nora von Cat and White. Habe ich bisher auch noch nicht geschaut, aber steht jetzt auf der Liste. Habe ich schon mal gleich abonnieren gedrückt. So. Und die Tina von Elfenwolle habe ich auch mal live getroffen. Das war auch sehr cool. Und ja, noch so viele mehr. Also es war wirklich, ja, richtig, richtig überwältigend und richtig schön. Und ja, einfach nur Dankeschön an alle. Und es hat mir jetzt auch schon jemand geschrieben, dass er sich nicht getraut hat, mich anzusprechen. Traut euch ruhig. Ich habe auch hoffentlich niemanden angeknabbert, der was zu essen in der Hand hatte. Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Nein. Also traut euch ruhig und ja, es ist natürlich, wir saßen ja dann da oben so in einem riesen Pulk. Ich weiß nicht, ob ich persönlich mich dann trauen würde, aber wenn ihr einen mal alleine oder so erwischt, immer gerne ansprechen, traut euch ruhig. Man ist ja auch nur ein ganz normaler Mensch. Man macht ja auch die Dinge, die ihr auch macht. Und man sitzt halt hier und sendet manchmal und teilt seine Sachen oder sein Gestricke mit der Öffentlichkeit. Tja. Genau, wen haben wir denn noch getroffen? Hab gesagt, entschuldigt bitte, wenn ich mir all die Namen nicht merken kann. Aber ja, das ist einfach sehr beeindruckend. Alles. Ich habe mir schon gedacht, so ja, eigentlich müsste man sich das aufschreiben, aber eigentlich ist es ja auch wieder doof, dann nach jedem, wenn man jemanden trifft, dann zu fragen, Entschuldigung, wie war nochmal dein Name? Ja. Es ist dann so, als würde man sich. Das habe ich ja sonst immer gemacht, auf Wollfesten wird man sich dann im Nachhinein aufschreiben, ja, so und so viel hat die Wolle gekostet, damit man sein Budget im Auge hat. Das ist ja irgendwie merkwürdig auch. Und mir fallen bestimmt jetzt zwischendrin noch Namen ein, den ich noch getroffen habe. Ja, aber jetzt wollt ihr ja mit Sicherheit auch sehen, was hat die Wahnsinnige denn eingekauft? Und ich muss sagen, schon mal vorweg, ich habe mich sehr an meine innere, nennen wir es mal, Einkaufsliste gehalten. Und zwar, und zeige ich euch erstmal das, wollte ich mir ja Knöpfe für den Elten noch kaufen. Habe ich gefunden, gelbe Knöpfe. Ach, das wäre jetzt eigentlich natürlich dieser Aha-Effekt gewesen, wenn ich sie schon angenäht hätte. Ach, vielleicht heute Abend. Weil ich nähe unglaublich gern Knöpfe an. Nicht. Gut. Gelbe Knöpfe. Dann habe ich mir gedacht, hätte ich eigentlich schon gerne welche für den George. Und da habe ich auch welche gefunden.
Ja, der hier scheint jetzt ein bisschen anders, aber die sind alle so richtig schön türkis, dass es eben zum Georgie passt. Wenn es denn da mal so weit ist. Genau, und dann machen wir erstmal so die Accessoires. Habe ich mir noch, wenn man den Preis zu, zweimal Bärchen noch gekauft. Bärchen. Seilchen, vier Stück, genau. Für die Ärmel war das, glaube ich, gewesen. Da habe ich mir 2x50 und 2x60, weil da kommt man irgendwie immer sehr schlecht dran, finde ich. Genau, und dann habe ich mir noch ein paar Chaigu-Nadeln gekauft. Der Nadelwahnsinn, weil ja, Nadeln kann man nie genug haben. Genau. Nadeln und hier vorne hingestellt. Ich hatte mir letztes Jahr von Eucalan das mit Grapefruit gekauft und diesmal habe ich mir Eukalyptus mitgenommen. Mich schon mal gespannt. Schauen wir mal, wer da als erstes, wer das Testobjekt ist. Weil es riecht schon sehr nach Eukalyptus, aber ich glaube, dass das dann schon ein bisschen mehr verfliegt, weil man schüttet ja auch nicht die Pulle komplett drauf. Man verdünnt das ganze Jahr. Genau. Ja, und dann habe ich gekauft. Und eigentlich echt nur projektbezogen. Und zwar waren wir dann am Stand von Emmylou gewesen. Und die hat halt einfach so schöne Sachen. Gell? Sagen wir es doch mal gerade heraus, so wie es ist. Dann habe ich dann schon gesehen, diese Kombi. Und jetzt ist da wieder irgendwie in der Tüte saß ein Fussel dran. So nämlich. Jetzt hatte ich das Logo auch wieder falsch rum. Ach. So. Und das Witzige an der Sache ist, die Michelle vom strickenden Faultier hat sich Spinnfasern in genau den Farben gekauft. Also ist dann manchmal schon witzig, wie ähnlich sich dann die Farbgeschmäcke sind. Ja, und da werde ich wahrscheinlich den Sternedrüst draus machen, aber vielleicht auch was anderes. Aber auf jeden Fall ein Galawork, weil, oh, schaut euch das doch mal an. Also das hier wirkt jetzt eventuell ein bisschen bläulich, aber es ist, geht eher ins Grüne. Ah, also wunderschön. Der Schwarzwald und Gelb. Genau, und dann waren wir am Stand von der Nicole vom Buntwurm gewesen. Und die Annike und ich, wir stricken ja beim Let's Get Shifty Kall von der Michelle mit, also von den Things Love. Und da habe ich schon gesagt, ja, ich möchte das eigentlich aus Resten stricken und ich brauche halt noch eine Grundfarbe. Also ich stricke den Shifty, den Pullover von der Andrea Mowry. Es gibt ja noch zwei andere Leitungen, Anleitungen natürlich. Ja, die Leitung. Der Leitungsprüfer aus Wichita. Ha. Und da brauchte ich halt noch eine Grundfarbe. Da habe ich vorher mit der Annika schon getüftelt und ach, und ich hätte gerne dieses und jenes, aber irgendwie hatte sie, weil sie hat jetzt auch eine neue Garnqualität mit dabei, einfarbig, aber irgendwie. Waren das schon alles wunderschöne Farben, aber irgendwie halt. Und es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, das dann per Foto auszusuchen. Das ist ja dann doch, wenn man es live dann auch ankrabbeln kann, immer noch mal schöner. Und dann habe ich von weitem schon dieses gesehen. Und das ist so ein Creme. Und das ist von Pascali die Forest. Schau mal, hat das einen Namen eigentlich? Nö. Das macht nichts. Es ist so ein wunderschönes Creme. Und wie gesagt, eigentlich wollte ich ja die anderen Farben, die Kontrastfarben, hatte ich mir hier schon, oder der steht hier immer noch, einen riesigen Beutel hingestellt mit Resten, weil ich mir gedacht habe, das ist ja dafür perfekt eigentlich. Weil das sind alles so gerade keine ganzen Knäule mehr, vielleicht noch so 70, also so Dreiviertelknäule, so 70, 80 Gramm. Perfekt. Und dann hat die
Anike sich zu lang mit der Nicole unterhalten, mit dem Buntwurm. Weil die kommt ja auch nach Duisburg, nach Kiel geholt und da haben sie halt so ein bisschen geratscht und so. Und ich stand schon hier und wollte einfach nur bezahlen und schnell weg, weil sonst entert man ja den kompletten Stand und kauft alles. Ja, und dann haben sich die zwei halt zu lange unterhalten. Und dann sind Dinge in meinem Kopf passiert. Weil dann lief da auch noch eine andere Dame, die hatte sich dann auch schon Farben zusammengestellt für ihr Projekt, was es auch immer wird. Und das ist ja dann manchmal, wenn man dann so Farbkombinationen vor Augen hat, dann, wie gesagt, passieren Dinge im Kopf. Und dann passierte dieses. Ich versuch's mal, ohne dass es mir runterfällt. Und das hier ist echt cool, weil da ist immer noch so was anderes mit eingesponnen. Nochmal so ein dunkler Faden. Dann passiert ja dieses. Und dieses. Und dieses. So in Kombination. Und dann die Nicole natürlich, die Lustige, hat dann nur gemeint, weil ich dann gesagt habe, ja, aber und ich wollte es doch eigentlich aus Resten stricken. Und dann sagt sie einfach, ja, stell dir doch einfach vor, es wäre aus meinen Resten. Ja, und dann war es schon passiert. Und es ist schon echt, weil ich hätte mich schon, glaube ich, echt wirklich richtig geärgert, wenn ich das jetzt nicht genommen hätte, weil einfach halt auch dieses Grün in der Kombination dann so, ich glaube, das hier werde ich oben hin tun und den Rest so dann. Es, ja, ich glaube, ich hätte mich schon sehr, sehr geärgert, wenn ich das nicht mitgenommen hätte. Ja, das ist dann passiert. Weil sich die Annie, sie hat mich zu lange alleine aus den Augen gelassen. Dann passieren Dinge, dann rastet sie vollkommen aus. Ja, genau. Und dann, aber es ist ja projektbezogen. Also zweimal Projekte. Und den Shifty werde ich auch, denke mal, heute, spätestens morgen auch noch anschlagen. Weil es ja, ich glaube, der Call ging jetzt oder ging los am 1.4. und geht bis zum 1.8. Ich schreibe euch das nochmal genau unten rein. Genau, und dann habe ich noch, muss man sagen, einen einzelnen Einzelstrang gekauft, wo ich jetzt eventuell so halb weiß, wo ich es einstricke. Aber es ist halt von, Moment, hier ist es, Katinchen, Jans. Und ich hatte die schon mal auf Instagram gesehen, habe mir schon gedacht, die macht aber schöne Sachen. Auch hier findet ihr sie. Ich verlinke es euch aber auch noch mal unten. Und ja, da hat er halt einfach Mama gesagt. Und schaut euch das doch mal an. Ein Secret heißt der. Ist so richtig schön. Und ich möchte ja gerne zusammen mit der Anike den Dipped Arms, ich glaube von Isabel Krämer ist der auch, ne? Gerne stricken und ich möchte gerne eine, also die Grundfarbe möchte ich gerne so ein Grau-Fade machen und da könnte dieser Strang eventuell ganz hervorragend hineinpassen. Und das ist schon echt richtig cool und schaut euch doch mal die Süßchen an, es ist so süß. Ich bin mal gespannt, ob die noch irgendwo aufschlägt, das wäre ja schon richtig, richtig schön. Und ja. Das waren sozusagen meine Errungenschaften. Also es hält sich doch sehr in Grenzen. Und es war, wie gesagt, bis auf diesen Strang hier alles projektbezogen und alles so von der inneren Liste. Genau. Also im Gegensatz zu den letzten 2 Jahren, wo ich ja leicht ausgerastet bin, war das schon, ja. Sehr, sehr gut. Genau. Ja. Das war es dann auch soweit. Ich habe, weil ich, wie gesagt, einfach so überwältigt von euch war, habe ich, glaube ich, insgesamt ein kleines Mini-Video von 5 Sekunden und vielleicht
10 Fotos oder so gemacht. Ah, wen wir noch getroffen haben, jetzt fällt es mir noch ein. Und da hatte ich meinen kleinen Fangirl-Moment, weil das war, glaube ich, eine der ersten Podcasterinnen, die ich jetzt so angeschaut habe. Und zwar, wir standen da so und ahnten nichts. Und dann kam auf einmal die Sarah von Sarah Linde liebt Wolle Podcast. Und es war so richtig so, ah, da ist sie live. Und ja, das war auch sehr schön, weil sie hatte Kind und Mann dabei. Das Kind fand ich, also das Baby, es ist ja, glaube ich, 11 Monate jetzt alt, fand ich sehr lustig. Das war halt hier beim Mann in so einem Tragegurt mit drin, in so einer Tragetasche vorne. Und so lässt sich ein Wollfest auch aushalten, sich einfach durch die Gegend tragen. Ja, wer hat da, glaube ich, gerade Mittagspäuschen gemacht? Und so ein Kinderwagen, da kann man ja auch so einige Wolle reinschmeißen. Und das kann man ja dann zumindest auch schön ums Baby drapieren bestimmt, weil die ist ja nicht so schwer. Da kann dem Baby auch nichts passieren. Und es ist schön warm, eingepackelt. Ja, genau, die Sarah haben wir noch getroffen. Und ach ja, wen wir noch gesehen haben, die Astrid Müller fand ich auch sehr schön, die mal zumindest kurz kennenzulernen und kurz mal zu sehen. Das war schon, das ist auch eine sehr, sehr nette Person. Und ja, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, noch viele mehr waren da natürlich. Ach, so viele mehr. Ja, also man kann es gar nicht oft genug sagen. Einfach danke. Vielen, vielen Dank. Genau. So, aber bevor der Eimer unter eurem Gerät überläuft, hänge ich euch noch die paar wenigen Fotos, die ich gemacht habe, an. Da waren nämlich zum Beispiel auch drei so bunte Lamas, Alpakas, die ich gesehen habe und mir noch gedacht habe, ah, ich möchte ein Foto davon machen und ich habe es wieder vergessen. Ja, die Lampakas. Man weiß ja immer nicht, ist es jetzt ein Lama, ist es ein Alpaka? Ein Lampaka. So, es ist das neue Einhorn. Genau, ja, also. Wie gesagt, Hohenloher Wollfest, da werde ich als nächstes aufschlagen und würde mich riesig freuen, da auch einige von euch zu treffen. Wahrscheinlich, es ist noch mit einem Fragezeichen versehen, bin ich mit der Annike beide Tage da. Also den Samstag auf jeden Fall. Beim Sonntag, ja, schauen wir mal, wie wir Zeit und Lust haben. Und ja, ich verlinke euch das Datum, bevor ich es wieder falsch sage. Und die paar Fotos, die, wie gesagt, die ich gemacht habe, werde ich euch auch noch verlinken. Und ja, wünsche euch frohe Ostern. Vielleicht ist ja ein kleines Wollei oder so dabei. Und ja, gesagt, würde mich sehr, sehr freuen, euch oder einige von euch in Hohenlohe zu treffen und kennenzulernen oder wiederzutreffen. Traut euch ruhig, sprecht einen an. Und ja, traut euch einfach. Ich freue mich, auch wenn ich doof schaue. Das passiert öfters. Hat das gar nichts zu bedeuten. Und man ist halt nur leider, das tat mir dann auch manchmal so leid, wenn man angesprochen wurde, weil auf so einem Wollfest, das ist ja doch immer so eine kleine Ausnahmesituation, weil man möchte dann immer jedem gerecht werden und sich mit jedem unterhalten und schafft das ja meistens auch ganz gut. Aber das ist dann wie mit Eichhörnchen, die im Hintergrund rumspringen. Dann läuft da wieder irgendein schöner Strickpulli vorbei. Da, wenn man nur ganz, ganz minimal kurz für eine Zehntelsekunde den Blick von demjenigen abwendet, mit dem man sich gerade unterhält, entdeckt man doch schon wieder irgendwas am Stand. Und ich mir immer gedacht, nein, du hast eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Wassertropfen. Keine Ahnung. Aber ja. Es ist halt wirklich auch so Wollfesten, auch, sage ich mal, für die Podcaster dann eine Ausnahmesituation, weil wir sind ja dann auch, sage ich mal, nur normale Stricker und Wollverrückte. Und wenn dann da irgendwas ist, es ist dann nicht böse gemeint. Und ich hoffe, ich habe es gut hingekriegt, einigermaßen. Und ja, also, gehabt euch wohl. Vielleicht bis in 1,5 Wochen. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ja, habt einfach eine wunderschöne Zeit. Genießt hoffentlich die Sonne, die dann jetzt auch mal wieder rauskommt und ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.